Der beste Weg, Bier zu verstehen, ist wirklich einmal im Leben eins gebraut haben. Der ganze Brautag, der 8 Stunden dauert, ist immer ein absolutes Highlight für mich. Es geht los mit dem Schroten vom Malz, wenn so die ersten Gerüche vom Malz einem in die Nase steigen, bis am Ende zum Hopfenkochen, wenn schöne harzige, kräuterige oder auch fruchtige Hopfenaromen den Raum füllen. Es gibt also bei jedem Arbeitsschritt was Neues zu riechen, zu schmecken und das ist alles sehr, sehr, sehr spannend. Mein Name ist Philipp Overberg, ich bin der Gründer der Gruthaus Brauerei in Münster. Wobei ich eigentlich gar keine eigene Brauerei habe, noch nicht zumindest. Es ist ein Brauprojekt, in dem ich als Wanderbrauer meine eigenen Rezepte in andere Brauereien trage, mich da einmiete und mit dem Braumeister zusammen meine Ideen umsetze. Ich habe vorher in einem Beruf gearbeitet an einem Schreibtisch, wo man einfach abends nicht so genau weiß, was man getan hat. Aber wenn man sein eigenes Bier in den Händen hat oder mit Freunden oder Kunden teilen kann, das ist schon ein tolles Gefühl, wenn es dann auch noch gut ankommt. Mir geht es wirklich um die Vielfalt und nicht darum zu sagen, es gibt jetzt nur diese Art, wirklich gutes, besonderes gutes Bier zu machen und alles andere ist Mist, sondern es geht darum, die Palette an Aromen, an Geschmäckern zu erweitern und zu jeder Gelegenheit das richtige Bier zu finden. Eigentlich hilft nur probieren, selber ausprobieren. In den Braukursen habe ich die Gelegenheit, interessierte Besucher, Kunden, Gäste direkt anzusprechen und denen unmittelbar nahezubringen, was Bier überhaupt ist. Das versteht man nämlich erst, wenn man die Zutaten alle einmal gesehen hat, auch mal auf einem Malzkorn rumgeknuspert hat, mal richtig an der Tüte Hopfen gerochen hat. Wenn man das einmal miterlebt hat, dann kann man ganz anders Bier genießen. Dann entdeckt man diese Aromen wieder und weiß plötzlich, das kommt von dem Hopfen, das kommt von dem Malz, von verschiedenen Sorten Malz, verschiedener Farbe, verschiedener Geschmacksintensität. Ich bin immer auf der Suche nach Geschmäckern, nach Zutaten, nach Gerüchen, die typisch sind für Münster und das Münsterland. Pumpernickel war da die erste naheliegende Idee. Beim Pumpernickel-Porter zum Beispiel wird das Schwarzbrot aus der Münsteraner Bäckerei Prünte mitverbraut. Ich will halt Sachen machen, die unvergleichbar sind, die nur hier entstehen können. Ich merke, dass die Idee sehr, sehr gut ankommt. Gerade in Münster, wo viele Menschen sich freuen, dass es eine neue Idee gibt, die was mit ihrer Stadt unmittelbar zu tun hat. Andererseits bekomme ich eben auch von den Bierkennern sehr, sehr großen Zuspruch, weil die sich freuen, dass mal was ganz anderes gemacht wird, mit einer historischen Verbindung, mit einer lokalen Verbindung, was die absolute Ausnahme ist. Und da sehe ich schon, das Konzept geht auf. Das freut mich sehr. Und ich hoffe, dass es irgendwann auch so erfolgreich ist oder wird, dass es sich auch trägt. Im Moment sind wir halt noch in so einer Startphase, wo wir nicht so viel Bier produzieren können, wie wir gerne möchten und eben auch viele Leute uns noch nicht kennen. Ich hoffe, das ändert sich bald.